Oh Mann, du bist so ein Stockfisch. Ja, ich stehe hier wie so ein Specht, ich kann das überhaupt gar nicht sehen. Also jetzt mit Musik, bitte. Musik. Wie soll ich mich denn da hinstellen? Komm her. Ich hab sie genau fantastisch. Sag dir, Tango, der kommende Knüller. Au, das war, hast du mir die Füße abgetrampelt. Tanz doch wie eine Feder. Hier, guck mal jetzt. Wie eine Traktorfeder vielleicht. Oh Mann, oben ganz steif und unten so. Geht zu Diensten, junge Frau. Rote Lippen und dein roter Tarragona. Das ist der schönste in Barcelona. Also, Randall Scheidweiler, weiß der Teufel, was in die Bande gefahren ist? Der Tango, Herr Kollege, das ist das Schönste in Barcelona. Also, der junge Randall Scheidweiler ist 13 Jahre alt. Er war insgesamt 14 Monate mit Unterbrechung in einer Klinik. Und von uns erhoffen sich die Eltern, ich zitiere, erwarten und hoffen wir, dass unser Junge in ihrem Haus den Anschluss an das Schulwissen seiner Altersgruppe findet und sich so schnell wie möglich wieder an das Leben in der Gemeinschaft gewöhnt. Dass man mit dem Jungen vorsichtig umgehen sollte, ihm etwas entgegenkommen, steht das auch drin? Nein, nein. Das habe ich mir gedacht. Nach langer Krankheit, vertane Zeit natürlich, muss der Bursche ganz schnell wieder Spuren, Anschluss gewinnen. Was hat er denn gehabt? Davon steht hier nichts. Das finde ich aber nicht gut. Was sagt denn unser Chef? Tja, der überlässt uns die Entscheidung. Ja, das wird allmählich zum System. Das unangenehme für uns, populäre Entscheidung verkündet der große Meister persönlich und ex cathedra. Oh. Gott sei Dank. Ole. Oje. Wir sind keine Kurklinik mit Lernbetrieb für Rekonvaleszenten. Naja, aber irgendwie muss es für den Jungen ja mal weitergehen, nicht? Ja, machen die dir nie mehr Schluss! Aber Herr Kollege, Sie wissen doch, Launen sind kurz, Macken dauern etwas länger. Haben wir denn Zeugnisse von dem Kind? Ja, natürlich. Wie lange ist denn der Kollege Breuer noch krankgeschrieben? Unbefristet, so viel ich weiß. Na, das bringt ja den ganzen Stundenplan durcheinander. Hey, das scheint ja ein ganz pfiffiges Kerlchen zu sein. Ja. Der kleine Randolph. Ja, also eigentlich sollten wir ihn nehmen. Aber nicht nur, um dem Vater einen Gefallen zu tun. Sondern? Dem Jungen. Mhm. Ein Jahr Klinik und mehr. Das nagt an der Substanz. Ja, wenn sich erst rumspricht, dass wir sowas Ähnliches wie Pflegefälle nehmen, dann, naja, dann entdecken wir vielleicht eine Marktlücke, die dem Institut neue Gunst und viel Geld einbringt. Und das können wir ja wohl gebrauchen, oder? Leer, Herr Kollege. Prost, Herr Kollege. Also, wer ist dafür? Ich. Ja, ich nicht. Ich halte es für verfrüht. Das heißt, mit mir 7 pro, 2 contra, also angenommen. Danke. Und wo bringen wir den Jungen unter? Beim kleinen Zauberer. Da ist noch ein Bett frei. Mhm. Und denn da nicht auch dieser abscheuliche Florian? Dann hat der Neue wenigstens keine Langeweile. Hokus zaubert, Florian vermisst ihn. So ist das Leben. Oh, danke. Ihnen auch. So, ich muss jetzt hoch zu Dr. Wiesner. Der neue Stundenplan ist fällig. Überfällig. Denken Sie dabei bitte auch an uns. Ein guter Hirte soll seine Schafe scheren, aber nicht schinden. Wetten, dass der Kollege Breuer wieder auf Entzug ist? Hey, Damenwahl, ja? Bitte, das fängt jetzt los. Nein, kannst du woanders. Was sind eigentlich Slums und Bordelle? Ach, das ist nicht so wichtig, tanz lieber. Aber das steht auf der Platte drauf. Der Tango ist nämlich in Argentinien erfunden worden. Wir können unseren Stundenplan viel effektiver gestalten, wenn wir die Stunden blocken. Bitte?
statt 3 Stunden Erdkunde oder 4 Stunden Geschichte über die ganze Woche verteilt. Entschuldigung, aber es hat nicht sonderlich geklappt. Die Schüler haben da nicht mitgemacht. Die lahmen ja schon nach einer Doppelstunde. So, die lahmen. Tja. Ja, dann müssen wir sie eben wieder auf Trab bringen. Wir werden sehen. Sie gestatten, ja? Ich habe hier die Wochenstunden von uns allen aufgelistet. Ja, darf ich mal sehen? Ja, aber der fehlt ja Frau Dr. Sollinger. Wir werden uns von ihr trennen. Sie hat einen befristeten Vertrag. Ich rechne nicht mit irgendwelchen Schwierigkeiten. Am wenigsten von Dr. Sollinger. Da wäre ich nicht so sicher. Die werte Kollegin ist, sagen wir mal, zu alt. Aber eine bewährte Kraft. Und sehr beliebt. Wir kommen auch ohne Frau Sollinger zurecht. Tja, nach dem Ausscheiden von Frau von Högen und der Kollege Breuer ist auch dauernd entschuldigt. Wir werden eben konzentrierter arbeiten müssen. Qualitativ und auch quantitativ. Das betrifft uns alle. Auch mich. Wie die Maus in der Falle. Den Kollegen will ich nicht sagen. Die Sollinger, die fällt doch aus allen Wolken. Völlig unvorbereitet. Dann sag eben was. Das wäre ein Vertrauensbruch, Claudia. Mehr Bruch kann es doch schon gar nicht mehr geben. Sagst du es den Kollegen, dann meinst du, ist dir der Wiesner böse? Sagst du es den Kollegen nicht, sind die Kollegen mit Recht stinksauer. Bisschen kompliziert, wie? Was soll ich denn machen? Was du für richtig hältst. Egal wie, einer kriegt was ab. Ja, du. Und davor hast du Angst. Ich will mir keine Feinde machen. Rein. Oh, das ist Randolf Scheidweiler, euer neuer Zimmergenosse. Wir sind voll. Die zeigen dir nachher alles. Morgen kannst du ausräumen, wenn du noch einen Platz findest. Hier sieht's nämlich aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und wie sieht's da aus? Wie in eurem Zimmer. An eurer Stelle würde ich noch mal lüften. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier ist noch Platz. Manierliche Leute ziehen den Hut ab. Ich nicht. Ich heiße Robert. Auch gut. Und ich Hokus. Hier ist das Bad. War das eben die Aufsichtstante? Frau Dr. Sollinger, so ziemlich das Beste, was diese Quetsche zu bieten hat. Aha. Also ich gehe immer früh ins Bett. Wir lesen immer noch ein bisschen. Aber das Licht bleibt aus. Und wie sollen wir dann lesen? Was haben wir vor? Er wird sich ungestört waschen wollen. Ich hab's übrigens auch gesagt, dass du immer dann pinkeln musst, wenn ich unter der Dusche stehe. Ob der Asterix so tauscht? Der Nuller hat doch überhaupt keine Ahnung. Oh, lass ihn in Ruhe. Und wenn er das Licht aushaben will, dann lassen wir das Licht eben aus. Vielleicht sollen wir nicht sehen, wie er sich die erste Nacht in den Schlaf heult. Vielleicht hat er Glatze oder überhaupt keine Haare. Magst du? Yeah.
Also, ich sage dann, bitte hört doch mal auf, das macht mich ganz verrückt. Entschuldigung. Also, ich sage dann, liebe Kollegen, eine Kollegin haben wir ja nicht mehr. Also, liebe Kollegen, dieser dynamische Jungmanager, den der Fördererverein, der Elternbeirat und die zuständige Behörde und wir gewählt haben, will die Sollinger, Frau Dr. Sollinger, abschießen. Aber was will ich denn jetzt eigentlich sagen? Das weiß ich doch nicht. Och, du weißt doch immer alles. Das sieht nur so aus. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. War ja nicht anders selber. Also, dann gehen wir jetzt. Bitte? Das weiß ich wenigstens bestimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, dann, Gute Nacht. Gute Nacht. Hört ihr jetzt endlich mit dieser nervtötenden Spielerei auf? Das ist Unterricht. Das ewige Klack, Klack. Entschuldigung. Ich hab ja Wort, oder? Nö, er ist vorhin. Ich bin zwei Antrieben. Ey, Leute. Nein. Zorro, da ist er. Ach, nee. Leichenpflaster. Django spielt heute wieder gut. Hat Django die Kratze oder kalte Ohren? Ja, Ungeziefer wahrscheinlich. Die Läuse sind ja wieder im Aufmarsch. Tap, 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 tap. Was macht Django wo unter der Dusche? Was macht er denn da? Ja, Django hat eine Meise. Aber die darf er bestimmt nicht fliegen. Leider nicht. Oh, ist ja traurig. Was war denn gestern? Bitte? Wie sieht der neue Stundenplan aus? Ziemlich schwierig. Boah, er ist krank. Die von Högen ab über die Dörfer und jetzt auch noch die Solli. Pardon? Was ist mit der Sollinge? Ach, übernehmen Sie, Frau Direktor. Ja? Ja, jedenfalls so ähnlich. Aber bitte, darüber ist das letzte Wort nämlich noch nicht gesprochen. Auch eine Cola? Nein, danke. Kennt jemand von Ihnen einen Arzt, der neue Nerven einzieht? Den werden wir hier alle bald brauchen. Sic transit gloria hundi. Bitte? So kommt der Mensch auf den Hund. Ist hier auch Platz auf der Stange für eine alte Henne? Ja, klar. Du nimmst jetzt das Ding ab, sagst dem lieben Tommy guten Tag und dann ist alles klar, okay? Verstehst du? Wir werden nämlich langsam sauer, du alter Pfeifenkopf. Sehr sauer. Ganz sauer. Und dann schlagen wir den gewaltig genau. Ding in die Fresse. Dann treten wir dich mal ein bisschen zusammen, du alter. Ja. Und dann siehst du nämlich aus wie dein eigener Hut. Nicht zu glauben. Die gute alte Sollinger soll geschasst werden. Eine echte Schnapsidee. Vielleicht ist es aber auch nur ein Gerücht. On verra. Mann, Fuzzi, runter mit dem Hut. Dalli, Dalli. Hast du meine Mark? Na, oh, noch frech werden. Oder auch ein Fünfer. Da schläft sie ja mit der Dohle auf dem Kopf. Leih mir mal deinen Wasserkopf, mein Holzbein. Komm, mach dich nicht nass, zeig uns deine Scheiße aus Bürste und du kannst bis Pflaumenpfingsten flippen. Ja, genau. Los, 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 runter mit dem Ding, sonst wäre ich wahnsinnig hier. Bist du schnell, du Zombie. Wie sieht's denn hier aus? Hässlicher Gnome, du. Wahnsinnig hier. Was heißt denn, okay. Ich mach dir bald klar da hinten. Oh, jetzt hab ich erstmal. Ist denn, Lutscher hat er nicht, war, ey? Ja, war. Lass mich los! Komm. Ihr werdet Randolph in Ruhe lassen. Ja, und wenn er diesen Hut tragen will, dann trägt er diesen Hut. Verstanden? Und es geht euch überhaupt nichts an, warum. Florian, komm her.
Aber wenn ihr es wissen wollt, Randolph war sehr krank. Ach, das ist... Ziemlich schlimm sogar, glaube ich. Jetzt steht ihr da wie die Ochsen, wenn es donnert, ja? Dr. Wiesner? Der ist ansteckend. Kommen Sie. Geh mit den Pestbeulen weg hier, ey. Auf, du hast hier. Ziemlich verfahrene Situation. Kann man wohl sagen. Ich habe da einen Fehler gemacht. Einen? Mehrere, leider. Was können wir jetzt tun? Durchhängen lassen. Ist in diesem Fall wohl offensichtlich Stil des Hauses. Neuer Stil des Hauses ist. Setzen wir uns. Ich habe mich da bereden lassen. Stehen die sorgenvollen Eltern und bitten und verzweifelt. Und bezahlen. Ja, verdammt, was hätten Sie denn getan? Ich konnte es Ihnen nicht abschlagen. Was fehlt dem Jungen eigentlich? Krebs. Aber er ist geheilt. Er hat keine Haare durch die Therapie. Und das erfahren wir so ganz nebenbei, ja? Wenn es eben nicht zu der Szene gekommen wäre, dann hätten wir es wohl nie erfahren. Ich habe darauf gesetzt. Ich hatte gehofft, dass er hier im Internat... Es war eben auch ein Fehler. Der Junge sollte nicht hier sein. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wir können ihn nicht einfach wieder zurückschicken. Wie hier? Sie, Herr Dr. Wiesner. Mit uns ist darüber nicht gesprochen worden. Mein dritter Fehler. Zufrieden? Ja. Ich habe immer gedacht, Sie sehen nie etwas ein. Wir sollten natürlich den Eltern nahelegen, dass Randolph hier nicht bleiben kann. Der Junge ist von einer Klinik in die andere geschleppt worden. Der muss mal zur Ruhe kommen. Bei uns? Ja, vielleicht ist dieser Trubel beruhigend für einen, der zu lange seine Ruhe gehabt hat. Ich finde, die Eltern handeln unverantwortlich. Randolph ist den Belastungen noch nicht gewachsen. Dann soll er eben bei uns wieder kräftiger werden. Trotzdem verstehe ich die Eltern nicht. Tja. Ich auch nicht. Noch mal ein Taschentuch? Nein, danke. Ich auch nicht. Alles in Ordnung da hinten? Zeig mal. Ja, mach ich dir noch einen Knoten. Dann können wir Dr. Röhrmann auch gleich fragen, ob er dir in Französisch auf die Sprünge hilft. Na, bien sûr. Avec plaisir. Na komm, geh mal raus. Alles okay? Mhm. Prima. Die soll gehen. Kannst du auch alleine gehen? Mhm. Und wenn dir noch mal jemand an den Hut will, dann tritt ihm in den Hintern. Tschüss. Muss noch jemand getröstet werden? Warum gibt's eigentlich keine Art von Mitleid, die so ist, dass der, der das Mitleid braucht, das Mitleid auch ertragen kann? Herein! Also dich können wir hier brauchen wie ein Schnupfen. Wenn der Röhrmund Aufsicht hat, dann klappt's immer. Was darf denn sein, großer Magier? Sollen wir wieder strippen oder wollen Sie uns auf Verdacht engagieren? Könnt ihr mir bitte die Haare schneiden? Ja, aber sonst bist du noch ganz gesund, ja? Ihr schneidet euch doch auch die Haare. Naja, aber nur weil der Friseur zu teuer ist. Siehste. Na gut. Wenn der Herr hier Platz nehmen wollen, lange nicht mehr gesehen. Und so schöne Haare. Viel zu schade für die Schere. Naja, aber ein bisschen Ordnung muss ja sein. Im Leben und auf dem Kopfe. Also wir müssen die Haare erstmal ein bisschen nass machen. Fräulein, holen Sie mal ein bisschen Wasser. So kann ich die also nicht schneiden. Also, Spliss hat er keinen. Ist ja ganz schön... Ist ja ganz schön erstaunlich bei der Mähne. Und hinterher kriegt er eine tolle wie Elvis. Und das Gefühl, wenn er wie David Bowie ganz lacht. Oder hoch, dass er mit dem
Nudelschnitt vorne Mollchen knackt. Du kommst überhaupt nicht so viel. Wir müssen da wissen, wo oben ist. Will größer wirken, was? Hast du nie einen Mann mit Hut gesehen? Warst du am Wochenende in Dallas, ja? Ach ja. Django hat Monatskarte, Django zahlt nicht. Mann, deswegen! Oh, das ist doch hier. Handschuhe mit Haaren. Was? Ja, wie ein Punker, was? Wie siehst du denn aus? Das waren die Weiber. Und fast alles abgeschnitten. Ist nichts gegen mich. Schön. Mann, so tät's mir auch gefallen. Oh, Tango! Darf ich bitten? Noch was? Eine Fessel, noch eins. Wie sieht denn das von hinten aus? Guck dir mal an, das gibt's doch wohl nicht. Fokushaare wachsen nach, aber Randolph. Also meine Mutter hat gesagt, dass ich mit der ganzen Sache nochmal mit dem Direktor reden will. Naja, das gibt's doch nicht. Wie kann man sich entschuldigen, ohne dass es aussieht, als würde man sich entschuldigen? Wir quatschen einfach nur mit ihm. Naja, war nicht schlecht irgendwie. Ja, nein. Ich muss auch über. Was ist denn hier mit dem los? Ach Quatsch, jetzt reicht's mir. Ich bin nicht an, ich kann es doch nicht. Auf Wiedersehen. Ein angenehmes Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns einig sind. Auf Wiedersehen. Haben Sie einen Moment Zeit, Frau Doktor? Bitte? Wir stehen zu Ihnen. Das freut mich. Also wir lassen nicht zu, dass Sie gehen. Ich bleibe sowieso. Herr Direktor Wiesner und ich verstehen uns blendend. Ich finde ihn noch nicht mehr zu jung für seinen Posten. Das ist gut. Dem hätten wir es gezeigt, bestimmt. Das ist auch gut. Vielleicht von so einer alten Dame glücklich machen kann. Das solltet ihr irgendwie erst mal sehen, wenn ich stinkwütend bin. Ach, ich möchte mal so werden wie Sie. Dann bist du ja alt.